Es ist Erntezeit. Auf Feldern und Wiesen. Nun gilt es, den oft nicht geringen Aufwand bei Aussaat und Pflege der Futterkulturen durch eine sichere verlustarme Halmfutterernte und Konservierung in ökonomischen Gewinn umzuschlagen. Diese Erntetechnik von Fortschritt verspricht keine Wunder. Erschließt jedoch reale Möglichkeiten, Produktionsprobleme der Halmfutterernte rationell und ökonomisch vorteilhaft zu lösen. Wir sagen das aus Erfahrung jahrzehntelanger erfolgreicher Produktion von Landtechnik und der engen Zusammenarbeit mit Agrarexperten und Praktikern in vielen Ländern, die ihrerseits mit Fortschrittmaschinen und Ausrüstungen effizient wirtschaften. In dieser berufenen Partnerschaft beschäftigt uns die Sicherung einer hohen Effektivität der Halmfutterernte und Konservierung mittels günstiger progressiver Innovation der Verfahrenstechnik durch adäquate Problemlösungen, die den vielseitigen Anforderungen der Tierhaltungen zur kontinuierlichen, qualitäts- und bedarfsgerechten Versorgung mit Frischfutter sowie zur Konservierung von Halmfutter entsprechen. Denken wir zunächst an die Gewinnung von Frischfutter zur Versorgung kleinerer Tierbestände, so empfiehlt sich der Schwadmäher E302 mit Feldfutterschneidwerk. Besonders in Gebirgs- oder Vorgebirgslagen gewährleistet dieser Schwadmäher in der Kombination mit einem handelsüblichen Futterladewagen ein effektives Ernteverfahren. Der Feldhäcksler E281C erreicht bei der Ernte von Halmfutter eine Leistung von 58 Tonnen pro Stunde und ist zur kontinuierlichen Versorgung mittlerer und großer Tierbestände bestens geeignet. Als vielseitige praktische Erntemaschine arbeitet der E281C auch mit angehängtem Transportmittel, was für den Anwender technologisch günstig und von Vorteil ist. Die erreichbare Arbeitsqualität bei diesen Verfahren wird durch die technischen Umrüstmöglichkeiten dieser Erntemaschine zur Erzielung von Langhäcksel optimiert. Damit empfiehlt sich der Feldhäcksler E281C allen Anforderungen effektiver Gewinnung von Frischfutter. In vielen Ländern ist die Ernte von Welkgut zur Einsilierung oder Heißlufttrocknung ein Schwerpunkt der Futterkonservierung. Das erforderliche Verfahren zur Ernte von Welkgut ist mit dem Einsatz von Fortschrittmaschinen komplex rationalisiert. Dabei erfüllt der Schwadmäher gleich drei technologische Funktionen. Erstens die des Mähens und Schwadlegens zum Anwelken. Zweitens die des Schwadlüftens zur Verkürzung der Anwelkzeit. Und drittens die des Zusammenlegens von Schwaden zum Ernten. Im nun folgenden Prozess der Ernte des Welkgutes erhält der Feldhäcksler E281C ein weiteres Einsatzgebiet. Universell erweist sich dabei seine technische Einrichtung zur Erzielung von Häcksellängen zwischen 3,3 und 157 mm, mit der die Anwendung verschiedener Halmfutterernte- und Konservierungsverfahren gewährleistet ist. Interessant ist sicher auch die projektierte Leistung und gute Hangtauglichkeit des Feldhäckslers, der im Ernteprozess von Welkgut 30 Tonnen pro Stunde erzielt.
Ein Produkt der Weiterentwicklung unserer bewährten Baureihe Schwadmeier E301 und E302 ist dieser neue Typ E303. Beim Einsatz dieses Schwadmeiers mit reduziertem Eigengewicht und veränderter großvolumiger Triebradbereifung wird der Bodendruck gesenkt und das vom E302 bekannte Einsatzspektrum durch neue Adapter und Sonderausrüstungen wesentlich erweitert. Mit der Arbeitsbreite von 5,10 Meter wird die Flächenleistung um 25% gesteigert und die Schwadablage in der günstigen Breite bis zu 3,50 Meter erzielt eine Verkürzung der Anwerkzeit. Die Komplexität dieser neuen Technologie sichert der Feldhäcksler E281C mit seinem neuen Adapter zur Breitschwadaufnahme und der Arbeitsbreite von 4,20 Metern. Eine Senkung der Verfahrenskosten bei der Ernte von Welkgut im zweiten bzw. dritten Schnitt bewirkt die große Arbeitsbreite des E303 und die dabei praktizierbare Doppelschwadablage. Mit dieser neuen Technologie wird eine bessere Auslastung des nachfolgenden Feldhäckslers und eine Steigerung der Produktivität erzielt. Das bedeutet Einsparung von Energie und Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen. Diesen rationellen produktiven Trend vervollständigt der Feldhäcksler E281C mit seinem Breitaufnehmer. Damit wird der Doppelschwaden in einem Arbeitsgang aufgenommen und zu Häckselgut verarbeitet. Ein aktuelles Verfahren zur Konservierung von Halmfutter ist nach wie vor die Heuwerbung. Hier vervollständigt der neu entwickelte Trommelrechwender TRW 42 die Fortschrittmaschinenlinie zur komplexen Mechanisierung dieses Verfahrens. Der Trommelrechwender erfüllt mit hoher Leistung und Arbeitsqualität die Funktion des Schwadsettens, Wendens und die des Einschwadens. Den Punkt auf das I dieser Fortschrittmaschinenlinie zur Heuwerbung setzt die Hochdruckpresse. Oder besser, die Baureihe der Hochdruckpressen für unterschiedliche Einsatzbedingungen. Selbstverständlich sind dabei die Bergung von Heu und Stroh sowie günstige technische Ausrüstungen zur wahlweisen Ballenübergabe oder Ballenablage auf dem Feld. Die Hochdruckpresse K430 bietet ihren Anwendern vier verschiedene Möglichkeiten zur Ballenablage bzw. Ballenübergabe, je nach Bedarf mit geringem oder auch hohem Mechanisierungs- bzw. Automatisierungsgrad. Analog zu den verschiedenen Ballenablage- bzw. Übergabemöglichkeiten ist die Hochdruckpresse vom Typ K440 zusätzlich für das effektive Parallelverfahren von Erntebergungsmaschine und Transportmittel ausgerüstet. Die Hochdruckpresse K454 ist die stärkste der Baureihe. Sie erreicht im Stroh eine Durchsatzleistung von 20 Tonnen pro Stunde. Damit empfiehlt sie sich als geeignete, effektive Nachfolgetechnik für Mähdrescher der oberen Leistungsklasse. Das heißt zur Bergung großer Schwadmassen. An dieser Stelle möchten wir Sie über weitere vorteilhafte Verwendungsmöglichkeiten der Erntetechnik von Fortschritt informieren. Dem universellen Einsatz der Schwadmäher zum Schwadlegen von Druschfrüchten.
Die Schwadmäher verfügen dazu über ein breites Sortiment spezieller Adapter. Das sind Schneidwerke für Raps, für Getreide und für Sonderkulturen. Die Ernte von Silomais ist zweifellos ein Schwerpunkt der Halmfutterproduktion. Der Feldhäcksler E281C ist dazu universell einsetzbar und erreicht eine Leistung von 90 Tonnen pro Stunde. Hier arbeitet der E281C, ausgerüstet mit Maisschneidwerk, zur Ernte der Kulturen unabhängig von der Reihenentfernung. Oder wie in diesem Falle, ausgerüstet mit Maisgebiss, das abhängig von den Reihen der Maispflanzen arbeitet. Mit seinen variablen Ausrüstungen ist der Feldhäcksler E281C über den gesamten Vegetationszeitraum einsetzbar und gewährleistet damit und zusätzlich zu seinem hohen Leistungsvermögen dem Anwender eine gute Rentabilität. Wir kommen nun zum Umsetzen der Erntetechnik von einem Futterschlag zum anderen. Dieser unumgängliche Transportprozess ist für manche Futterproduzenten ein aufwendiges Problem, besonders wenn dabei öffentliche Straßen benutzt werden müssen. Unproblematisch ist dieser Vorgang, wie Sie sich überzeugen können, für den Anwender der Erntetechnik von Fortschritt. Wie Sie sehen, sind diese Halmfutter-Erntemaschinen so für den Transport ausgerüstet, dass der erforderliche Wechsel der Einsatzorte problemlos bewältigt wird. Das somit bei allen äußeren Bedingungen verzuglose, rasche Umsetzen dieser Erntetechnik von Fortschritt ist sicher ein weiterer Vorteil für den Anwender. Die günstigen Arbeitsbedingungen beim Transport dieser Fortschritt-Erntemaschinen erweitern sich im Arbeitsprozess durch den hohen Fahr- und Bedienkomfort, der unter anderem gewährleistet ist durch die voll verglaste und belüftete Fahrerkabine, praktische und übersichtliche Anordnung aller Bedienelemente und Kontrollanzeigen, sowie durch hydraulische Lenkung und Fahrvariator. Die damit projektierten ergonomischen Bedingungen sind Arbeitserleichterung für das Fahrpersonal und Stimulierung zu günstigem Leistungsvermögen bei der Bedienung dieser Erntetechnik. Wir haben versucht, dem etwaigen Anliegen zur Innovation ihrer technischen Basis eine Orientierung zu geben. Dabei sind wir nicht bis ins Detail gegangen und haben auch andere interessante Informationen, wie über unsere weitgehenden Serviceleistungen, die Lieferung von kompletten Baugruppen zur Rekonstruktion und Reproduktion und die Möglichkeiten zur Vergabe von Lizenzen in dieser Form nicht veranschaulicht. Denn diese Aufgabe obliegt dem Fachpersonal von Fortschritt zur speziellen Beratung des Kunden. Denken Sie daran, wenn Sie disponieren. Zuverlässige Voraussetzungen zur Erzielung hoher Arbeitsqualität, Produktivität und Ökonomie bietet Ihnen die Landtechnik von Fortschritt. Ein Synonym dafür ist dieses Warenzeichen.